Freunde, wir werden jetzt 2 Stündchen ein Spiel spielen, was demnächst für den PC rauskommt. Und ich habe schon einen Gast mit dabei, den lieben Gemba, der ist nämlich schon mit am Start hier. Jo, moin. So, wir werden uns ein neues MMORPG anschauen. Bless Unleashed heißt das. Ich kenne es gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ist jetzt die letzte Beta-Phase. Also es kann sich jeder direkt für diese Beta eintragen und sofort spielen. Die stattfindet vor dem offiziellen Release. Also ihr könnt euch komplett gratis das runterladen und gleich auch selber direkt testen. Ne? Das ist eine Beta. Bless Unleashed ist ein Action-MMORPG, das in einer riesigen, offenen Welt spielt. Eine visuell atemberaubende MMORPG-Erfahrung unter Verwendung der Unreal Engine 4 bietet das Spiel beispielslose Grafik und umfassende Spielmechaniken, um eines der schönsten MMORPGs zu erstellen, die es gibt. Klassische Fantasie mit dem gewissen Etwas. Wählen Sie zwischen 5 klassischen Fantasy-Jobs, einschließlich des Arkanmagiers oder des blutrünstigen Berserkers. Combo Drive Gameplay, überlebe mythische Bestien und andere Spieler mit einem tiefen und belohnenden Kampfsystem, das geschickte Kombo-Mechaniken in Verbindung mit aktionsorientierten Kampf mit Ausweichen bietet. Für das Online-Spiel handgefertigtes Fortschrittssystem und ein integrierter PvP-Modus bieten zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen auf Schritt und Tritt. Klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Da würde ich sagen, wir starten mal das Ganze und werden uns das jetzt mal anschauen, Leute. Also bevor du sagst, was du willst, Kevin, ne? Ja. Ich sage... Warte. Ich mute mich mal eben kurz im Discord und sag den Leuten, was ich nehmen werde, ja? Okay. Okay, Leute, ich werde Magier nehmen. So, okay, ich hab's gesagt. Okay. Kann ich? Ja. Also, guck mal. Ich tendiere sehr stark. Also, es sind 2 Klassen, wo ich denke. Am meisten tendiere ich tatsächlich zum Berserker. Es könnte aber tatsächlich auch der Magier sein. Ja, Magier. Es ist Magier? Okay. Ja, deswegen ja. Aber meistens hast du... Alter, das sieht ja übelst heftig aus. Ich sag dir das gerne mal. Ich würde voll ausrasten, ne? Du nimmst bestimmt Lichtritter, oder? Nein. Waldläufer? Ja. Haarfarbe ist in Ordnung. Orangene Haare passen ja. Ja. Ich weiß auch schon, wie ich den nenne. Mickey hat mich geradet, also werde ich Mickey zu Ehren den Magier Mickey der Weise nennen. Das ist ein geiler Name, wie ich finde. Muss ich zusammen bestimmt schreiben. Mickey der... Rote. Ja! Mickey der Rote. Ich bin schon im Game Gamba, ne? Ja. Despair will fill the air and herald the coming of the undying. An ancient seal will be broken. And an army of chaos shall rise from the breach. Only a bearer of the lantern may be able to hold darkness at the door. The die has been cast, and Luminous awoken. Before the goddess of darkness can conquer all, go forth and find the fragments of the gods. Das ist ein bisschen gruselig mit den ganzen Augen. Alter, das ist ja übelst geil gemacht. What? Ich kann sogar eine Frostsphäre rufen. Ach, ich habe auf 1 und 2 auch noch Fähigkeiten, ja.
Hohoho! Junge, ich kann so einen übelsten Kometenschlag einsetzen. Es gibt PvP und PvE in dem Game. Bossfight hoffentlich. Ja, das sieht nach einem übelsten Bossfight aus. Ja. Oh, ich muss mich befreien! Scheiße! Oh Junge, wie lange bleibt der denn stehen? Ja! Ey, das Kampfsystem ist übelst gut. Also wirklich. Hey, ist der nur, das ist eine Katze. Ja, ja, aber was für eine hässliche Katze. Boah, der rülpst ja übelst ekelhaft. Ah, der hat eine Nebenquest, ne? Die rülpsen alle hier, die Katzen. Was sind das hier für Schweine? Du sprichst die Katze an und die rülpst dich einfach an. Bring das Bier zum Festmahl, Pastor. Ach, warte, da muss ich bestimmt was aufheben, ne? Ja, da. Muss ich das gedrückt halten? Ja. Jetzt trägt er auch noch so richtig ein Fass. Das ist geil gemacht. So, und jetzt hier hinbringen und mit F ablegen. Und Quest abgeschlossen. Mit Stärke demonstrieren, mit Ausrüstung prahlen, mit Körperbau prahlen. Ja, Mickey, der Rote hat einen geilen Körperbau. Ah, guckt euch meinen Körperbau an. Haha. Also grafisch, muss ich ehrlich sagen, ist das so eins der krassesten MMORPGs, was ich bisher gesehen habe. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas mit Action, Leute. Ja, jetzt kommt Action. Nein, das Spiel ist Free-to-Play. Ihr könnt komplett gratis spielen. Also die Beta. Da müsst ihr kein Geld für zahlen. This is where you've been hiding. Einfach Ausrufezeichen unleashed. Do you remember how we parted all those years? Ab hier können wir zusammen spielen. It was the will of Visera. Of course it was. Und warte dann auf dich. Psst. Er hat sich mit einem Würfel eine Waffe hergezaubert. They're welcome to try.
Oh Junge, der holt ja übelst die Dämonen ran. Ach du heiliger Strohsack. Stufenaufstieg, Stufe 2. Oh, da ein Dämon. Ich habe eine Questinstanz betreten, okay? Hey, are you all right? Thank Telios, you're alive. Wait, what happened to Priest Mia? Where is she? Another voice joins our chorus of death. Los, Seidenschnabel! Flieg! Ja, Seidenschnabel, dankeschön! Da kommt sogar noch ein Feuerwerk, weil wir geschafft haben zu entkommen. Oh, ich glaube, jetzt sind wir in der richtigen Welt hier. Schatten des Unsichtbaren. Die Bestie! Wolfskönig! Junge, der kriegt von voll vielen auf die Schnauze! Wow! Fehlgeschlagen, schnell drücken. Ach, ich hab's zu spät gemerkt. Ja, das ist übelst das Oldschool-Feeling hier. Einfach 30 Leute, die sich hier mit einem Boss gekloppt haben. Ja, und er gibt eine außergewöhnliche Belohnung. Ich will die haben. Da bin ich einfach der Loot-Ninja. Ich glaube, die bekommt jeder. Nein, was habe ich für einen hässlichen Helm? Nein. Nein. Hast du das von dem Vieh bekommen? Nein. Den hat er so. Was ist das für ein hässlicher? Bitte nein. Alle haben so krasse Wölfe und Pferde und alles und ich hab eine Ziege, Mann. Guck mal auf die Hinterbeine, wenn du läufst, wie das aussieht. Ja. Yeah. Ich glaube, die ist irgendwie, die hat mit den Beinen Probleme.
So ein bisschen, ne? Ey! Der hört sich aber nicht an, als wenn er tot wäre, sag ich ganz ehrlich. Das hört sich noch was ganz anderem an. Muss ich einfach mal hier kritisieren, ja? Oh, ich danke dir! Jawohl, da gab's die Keule. Gib mir deine Keule los! Ja! Hä, er hat daneben geschlagen! Er hat daneben gehauen. Los, gib's mir mit der Keule! Ja, unter der sein Fuß! Oh! Ah. Da belebt dich einer wieder. Zwei sogar. Wie schlecht, komm, jetzt auch nochmal zuhauen. Jetzt krieg ich den. Die kriegen alle den Fuß. Die wollen mich alle wieder beleben und kriegen voll die Retour von dem Typen. Nein, ich will rumstöhnen. Was ist er denn auf dem Kopf? Lol. Guck mal, diesen grünen hier, siehst du das? Was hat er denn da auf dem Schädel? Welcher Grüne? Hier, guck, wo ich lang auf. Ich renne ihm hinterher. Da. WTF, ist das ein Kürbiskopf? Ich habe keine Ahnung, was er auf dem Kopf hat. Er hat einfach einen Kaktus oder so an. So. Okay, sehr schön. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Also ich muss sagen, das Kampfsystem finde ich saugeil umgesetzt. Also das Kampfsystem gefällt mir echt gut. Mit diesen verschiedenen Kombos, die man machen kann und dann noch den Skills dazu. Alter, der Stab sieht ja auch heftig jetzt aus. Sau nice. Sehr, sehr geil. Okay, Leute. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann könnt ihr gerne Ausrufezeichen Unleashed machen. Da könnt ihr das selber jetzt noch spielen in der Beta. Und ansonsten, kommt bald auch der PC-Release. Das Game gibt's auch für die Konsole. Aber der PC-Release, der steht jetzt als nächstes an. Und es macht auf jeden Fall Laune. Ich find's gar nicht mal schlecht.